Wunderschönes Wuppertal-untypisches Wetter haben wir hier seit einigen Tagen und da haben wir uns gedacht, da bewegen wir uns mal raus aus dem Stadion und sind mal bei den Spielern fast zu Hause, will ich fast sagen. Sascha Schünemann ist bei uns und Sascha, wir sind hier zum Interview und wir haben uns das ausgesucht, weil du hier in der Nähe ja wohnst, ne? Ja, genau. Also ich bin zu Fuß auch hierher gekommen. Ich wohne hier gleich um die Ecke und ja, ich fühle mich total wohl hier. Ihr hört es ja, total ruhig, entspannt und das brauche ich neben Platz. Ottenbocher Bahnhof, direkt an der Nordbahntrasse. Hast du wahrscheinlich auch gewählt, der Weg zum Stadion ist ja hier über die Nordbahntrasse möglich, ne? Ja, habe ich jetzt auch erfahren. Nee, ich fahre meistens mit Auto zum Training, aber ist auch nicht weit. Was für mich auch wichtig war von Anfang an, dass ich keinen weiten Weg habe zum Training, zum Spiel. Und deswegen fühlen wir uns hier total wohl, meine Familie und ich. Und das ist das Wichtigste. Wenn wir ans letzte Interview von uns beiden hier denken, das war im Trainingslager nach einer sehr, sehr kurzen Nacht. Du bist den Tag davor, beziehungsweise den Abend davor erst in Wuppertal angekommen. Wir haben uns damals, glaube ich, um 23 Uhr dann noch zusammengesetzt. Da ging es noch um die letzten Details. Wie hast du den Abend erlebt, jetzt auch vielleicht so einem Dreivierteljahr später? Ja, es war immer noch aufregend, stressig, aber man war voller Vorfreude, die Mannschaft kennenzulernen, das ganze Trainerteam-Umfeld, ja, die Stadt hier, die Leute einfach und für mich ging es ja, wie gesagt, dann erstmal ins Trainingslager, aber ja, das war eine total geile Erfahrung und ja, wie gesagt, wurde damals super aufgenommen, bin jetzt natürlich total in der Mannschaft integriert worden, total drinne, kenne jetzt die Abläufe, kenne alle Leute hier, die beim WSV arbeiten, Sponsoren und ja, ich muss sagen, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl und kann nur sagen, dass ich froh bin, diesen Schritt gewählt zu haben. Ist ja auch deine erste Station hier im Westen, sage ich jetzt mal. Du warst vorher in der Regionalliga und dritten Liga dann eher Richtung Osten unterwegs von Deutschland. Jetzt hier beim WSV sieht es seit deinem Transfer ein bisschen anders aus, hat sich ein bisschen was verändert, nicht nur personell, sondern auch strukturell, sage ich jetzt mal, und sportlich natürlich auch. Die letzten Spiele waren jetzt nicht mega erfolgreich. Wie siehst du die momentane Lage nach so Spielen wie gegen Gladbach 2 oder jetzt auch gegen Dortmund 2, wo du ja verletzungsbedingt gefehlt hast? Ja, klar, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Wir haben uns die aktuelle Situation natürlich ganz anders vorgestellt. Ich glaube, durch die Rückrunde letztes Jahr mit Platz 3 ist hier nochmal so ein Ruck durch die Stadt, Fans, Verein, aber auch bei uns als Mannschaft gegangen, weil wir natürlich gemerkt haben, ey, wenn wir alle hart arbeiten, gemeinsam arbeiten auch, dann können wir hier eine Menge bewegen. Das haben wir uns natürlich auch für die neue Saison jetzt vorgenommen und haben natürlich jetzt keinen so guten Start hingelegt. Ja, was jetzt natürlich auch in den Köpfen der Spieler drin ist, weil wir schon, muss ich sagen, sehr viel uns auch untereinander austauschen, uns selbst hinterfragen, woran liegt es, dass wir, sag ich mal, die PS als Mannschaft und vielleicht auch jeder Einzelne nicht auf den Platz bringt momentan. Und da müssen wir einfach jetzt selbstkritisch genug sein und die Dinge auch klar ansprechen, dass wir einfach diese Qualität, die definitiv in uns steckt, die auch im Sommer noch dazugekommen ist und von letzter Saison gehalten werden konnte, auf den Platz bringen. Und dann, glaube ich, können wir auch gemeinsam mit der Stadt, mit den Fans, das haben wir in der Rückrunde gesehen, was dann da passiert, können wir eine Menge erreichen. Aber wir müssen jetzt einfach uns jetzt erstmal aufs kommende Spiel konzentrieren und ja, als Mannschaft zusammen die Dinge angehen und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir es auch wieder auf den Platz kriegen. Thema Videoanalyse wird ja immer wichtiger, jetzt auch mit allen Trainern, denke ich mal, mit denen du zusammengearbeitet hast, gab es immer Videoanalysen, es würde immer an der Taktik von der Mannschaft geschraubt. Kannst du da ein bisschen sagen, woran es momentan vielleicht hapert, was man dann auch im Nachhinein eher sieht, wahrscheinlich in den Videos? Wo muss man jetzt ganz genau in den nächsten Spielen ansetzen und am besten natürlich schon am Samstag? Ja, klar haben wir definitiv zu viele Gegentore bekommen in den ersten Spielen. Woran hapert es? Wir hatten auch oft, sage ich mal, einzelne Spieler dann einfach mal ein Blackout, individuelle Fehler, die wir dann einfach, ja, oder für die wir dann eiskalt bestraft wurden.
Und ja, wenn ich zum Beispiel an das Lippstadt-Spiel denke, wo wir ja für unseren Willen, für unsere Leidenschaft, die wir da, sage ich mal, 87 Minuten auf den Platz gebracht haben, uns auch endlich belohnen, aber dann im Endeffekt dieses goldene Tor einfach nicht über die Ziellinie bringen und da noch die 3 Punkte abgeben. Das sind halt so wie so ein roter Faden, der so ein bisschen jetzt durch die ersten Spiele gegangen ist, der, wo wir uns immer wieder, sage ich mal, selbst bestrafen, ja, selber unsere Leistung bringen und das ist einfach schade, weil der Wille ist definitiv da. Jeder haut sich in Training rein, was ich gerade schon gesagt habe. Wir sprechen gegenseitig sehr viel, sprechen Fehler an gegenseitig, probieren einfach auch da Lösungen zu finden, ob es jetzt in der Videoanalyse ist, in Trainingsform. Ja, wir haben jetzt mit dem neuen Trainer, mit dem Adrian, einen Trainer, der auch, der brennt, der es heißt, der bringt hier nochmal neuen Schwung rein. Ich glaube, das war auch nochmal gut für die Köpfe, für die Köpfe der Spieler, für die Mannschaft. Und ja, dieses Feuer, was er wieder entfacht hat, müssen wir jetzt einfach auch auf den Platz bringen. Und ich glaube, dass wir jetzt im Spiel gegen Dortmund, wo ich jetzt nicht mitspielen konnte, ja, auch eine gute Willensleistung gezeigt haben, ja, gefightet haben, jeder Einzelne. Aber dann wieder durch ja, so ein sag ich mal, ein Kollertor, der Fallrückzieher und dann kurz vor Schluss dann noch dieses zweite Tor einfach ja wieder eiskalt bestraft werden. Und das tut natürlich weh, aber da müssen wir rauskommen und ich denke, dass wir das schaffen. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang auch ja, die geschlossene Mannschaftsleistung dann? Du hast vorhin gesagt, man analysiert zusammen auch ne, im Konstrukt dann die Partie. Inwiefern ist es dann wichtig, nicht einzelne Spieler herauszuheben, sondern zu sagen, hey, wir stehen als Mannschaft auf dem Feld und dann geht es auch um uns alle als Mannschaft? Definitiv ist total wichtig. Ja, also man darf sich nicht auf einzelne Spieler einschießen, weil das bringt überhaupt nichts. Weil wir gehen mit 11 Mann auf dem Feld. Wir haben noch 7 Spieler, die auf der Bank sitzen. Dann haben wir noch die vielleicht am Wochenende mal nicht im Kader sind. Aber trotzdem, wir trainieren gemeinsam. Wir trainieren die Sachen, die wir uns vornehmen, trainieren wir alle zusammen. Und ja, ich habe jetzt auch fast jedes Spiel gespielt und ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe auf dem Platz immer, dass ich mich auf meine Spieler verlassen kann. Aber was ich eben einfach schon gesagt habe, wir haben dann halt mal einen Aussetzer, aber das passiert immer mal. Da kann man in jeder Liga in Deutschland weltweit gucken, die besten Spieler der Welt haben mal einen Aussetzer und keiner macht was mit Absicht. Aber wir müssen einfach dahin kommen, dass wir sagen, okay, wenn einer einen Fehler macht, dann müssen wir heute mal 2 schießen. Ja? Und so, das haben wir bisher nicht geschafft. Und wenn ich jetzt auch ans Aachen-Spiel denke, ja, Aachen hatte eine Chance, die der Wickel super hält. Aber wir haben halt vorne 2 Chancen, die wir nicht machen. Aber dann müssen wir vielleicht 3, 4, 5 100-prozentige kreieren, damit wir endlich mal einen machen. Ja? Und dann sieht das Spiel auch ganz anders aus. Und so war es gegen Dortmund auch. Da müssen wir dann vielleicht, wir haben ja 2 kassiert, aber dann müssen wir so viele Chancen kreieren, dass wir da endlich vielleicht auch mal was erzwingen, dass wir ein Tor machen. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, wir müssen da als Mannschaft defensiv besser alle zusammenarbeiten, nicht einzelne Spieler, aber genauso auch offensiv. Ja, ob's jetzt, wir müssen Wickel unterstützen, wir müssen den Kramer vorne unterstützen, gemeinsam als Mannschaft und nicht irgendwie einzelnen Spielern jetzt für diesen Fehlstart, sage ich mal, die Schuld geben oder sonst irgendwas. Du hast es gerade angesprochen, Chancen kreieren. Das wird wahrscheinlich gegen den Tabellenführer am Samstag gegen Viktoria Köln schwierig, denn es ist der Tabellenführer. Das ist ganz, ganz logisch. Schauen wir nochmal aufs letzte Spiel. 1:1 haben wir da gespielt im letzten März. Da warst du 2,5 Monate gerade da oder 2. Was für eine Erinnerung hast du an das Spiel? Ja, eine besondere Erinnerung. Das war mein erstes Spiel für den WSV. Und wenn man mal so ein bisschen mit Sponsoren, Fans, so ein bisschen jetzt im Nachhinein auch nochmal spricht, sagen immer viele, das war das beste Spiel vom WSV, was wir gesehen haben. Also glaube ich, haben wir da damals die Messlatte auch sehr hochgelegt, was die Leistung betrifft. Und ja, wie gesagt, mein erstes Spiel, besondere Erinnerung. Und ich glaube, dass wir da echt eine super Leistung gezeigt haben, uns enorm viele Torschancen herausgespielt haben, leider nur ein Tor gemacht haben. Aber ja, es war ein 1-1, aber da hätten wir die 3 Punkte definitiv verdient gehabt. Und wir wollten, klar, damals Viktoria Köln wie jetzt Platz 1, wollten wir ärgern um jeden Preis. Und genau das ist unser Ziel fürs Wochenende. Wir wollen sie ärgern. Wir spielen zu Hause mit unseren Fans.
im Rücken wollen wir natürlich die 3 Punkte zu Hause behalten und dafür brauchen wir Chancen und Tore. Wenn man so ein bisschen sich im Umfeld umhört, du sprichst gerade schon von Fans, Sponsoren und so weiter, dann redet man häufig davon, dass der Knoten einmal platzen muss bei dieser Mannschaft und bei dem Potenzial, was da ist. Für wie wahrscheinlich oder welche Gründe gibt es dafür, dass es am Samstag passieren kann, dass der Knoten dann platzt? Es gibt viele Gründe. Also ich sehe es jeden Tag beim Training. Die Mannschaft brennt, die Stimmung ist trotz der Niederlagen gut, in dem Sinne gut, weil jeder, ja, sage ich mal, diesen Bock umstoßen will. Ja, jeder ist heiß, jeder will spielen. Ja, und dann haben wir noch jetzt, sage ich mal, mit dem Coach nochmal einen neuen Impuls, der dazugekommen ist. Und ich glaube, dass die letzten Spiele, Aachen standen wir hinten sehr stabil. Jetzt haben wir gegen eine sehr gute Dortmunder Mannschaft ja auch nicht so viel zugelassen, wurden halt für diese 2 Chancen da auch bestraft. Aber diese 2 Spiele jetzt machen mir auch ja, sehr viel Mut fürs Wochenende. Und ich glaube, dass wenn der Tabellenführer kommt, dann ist man natürlich besonders motiviert. Und ich glaube schon, dass wir dann eine sehr, sehr gute Möglichkeit haben, den Tabellenführer zu ärgern. Schauen wir uns am Samstag an. Vielen Dank für das ausführliche Interview, Sascha Schünemann.